Hey, ho, willkommen zurück zu Dragon Quest. So, wir haben einen Stab bekommen von dem alten Kauz. Und nun greifen uns wieder Monster an. Ja. So, ich möchte jetzt einmal, ich glaube nach Kohl, so hieß die Stadt. Gucken, ob ich da noch irgendwelche Türen öffnen kann. Und dann denke ich mal zum Schloss vielleicht mal wieder. Weil ich habe ja jetzt Schlüssel, das heißt, ich kann ja irgendwelche Türen öffnen. Vielleicht finde ich da noch irgendwas Nützliches, kann das sein? Ich weiß aber im Moment nicht mal mehr, wo ich sonst noch hingehen könnte. Ich habe die Harfe. Ne, die Harfe habe ich nicht mehr. Aber ich habe, oder? Habe ich die Harfe noch? Ach, Ne, die Harfe ist weg. Na gut, aber ich habe diesen Stab. Und ich denke mal, der bringt mir auch irgendwas irgendwann mal. So, wir sind wieder in Kohl. Und ne, die Tür brauche ich nicht öffnen. Das wäre Quatsch. Aber ich kann ja hier einmal rumlatschen. Da. Und dann das Gebäude. Ich glaube, da gab es auch eine Tür. Ja. Mal gucken. So. Und hier ist ein alter Mann. Hohoho, willkommen, junger Mann. Du musst den Schlüsselverkäufer gefunden haben. Das bedeutet in Remulda wurde dir von einer Flöte erzählt. Hast du sie? Ja. Dann gehe nach Mercado. Also nach Mikado oder so gehen. Toll. Frag mich nicht, wo diese Stadt existiert. Keine Ahnung. So, nochmal rein. So, nach Mercado oder wie. Da soll ich ja hin, aber jetzt möchte ich erstmal. Genau, ich glaube. War das. Der verkauft nochmal. Ach ja. Ach, nerv. So. Ich wollte einen Warwing haben und dann zum Schloss. Und gucken, ob ich da auch noch irgendwas aufmachen kann. Aber dann muss ich mir wahrscheinlich irgendwann wieder neue Schlüssel holen. Ich weiß ja nicht, wie viel ich schon verballert habe. Ein paar Stück, denke ich mal schon. So, hallo, Mr. Händler. Willkommen. Was kann ich für dich tun? Kaufen. Was möchtest du denn genau haben? Den Warpwing. Okay, you have no room. Oh, ne, echt jetzt? So, dann verkaufe ich mal den Kopper hier, den brauche ich nämlich nicht. So. Kann ich noch was verkaufen? Was kann ich verkaufen? So, davon dann nichts mehr. Na gut, anything else? Bye. Und zwar, jetzt will ich Warpwing kaufen. Anything else? No. Nope, nope, nope. Alles gut so, wie es jetzt ist. So. So, wieder raus. Und dann wieder den Warpwing benutzen. Da. So. Und jetzt muss ich wieder beim Schloss sein. Ja. Dann gehen wir hier mal rein. So. Mal gucken, dass wir hier irgendwas aufmachen könnten. Ja, da. Oder muss ich die. Ach, ich mach's auf. Oh. Okay. Oh, ein echter Held würde nicht stehlen. Doch. So. Okay, Geschwindigkeit. Na. Geschwindigkeitssamen, die benutze ich. Gut, ist bei einem gestiegen. Um einen meine ich, nicht bei einem. Mystic Nut. Was bringt die? Oh. Ah. Okay. Und hier finden wir eine Schlüssel. Gut, das heißt, der Schlüssel wurde nicht verschwendet. Und hier nochmal Geld. Gut. Ja. Das ist das, was ich jetzt in diesem Part mache. Ich öffne jetzt Türen. Ja. Ist hier noch irgendwo eine Tür? Ja, da. War hier überhaupt schon mal? Irgendwie kommt mir das alles so unbekannt vor. Wenn ich mit ihm gehe, werde ich vergessen, wie schrecklich die ganzen Sachen hier sind und so weiter. Aber das ist alles eine Illusion. Okay. Du? Ich möchte mit dem Mädchen hier zusammen sein und die Monster trampeln alles kaputt. Ja. Keine Ahnung, ob er das wirklich gesagt hat, aber ich habe das jetzt so vernommen. So. Oh, okay.
Ich gucke nach irgendwas. Ist irgendwo hier im Schloss. Irgendwas, was er sucht, ist irgendwo hier im Schloss, okay. Ja, hier war ich definitiv noch nicht. Ah! Hier kann ich also auch Schlüssel kaufen. Cool. Das ist schön. Wenn Regen und Sonne zusammenkommen, ein Regenbogen wird eine Brücke formen. Ah! Gut. Das heißt, ich brauche, da ich ja jetzt Dingens habe. Oh. Okay. Da ich diesen Regenstab habe, brauche ich jetzt auch den Sonnenstab. Ah, Graf. Ich wusste es. Ich wusste, der Nachfahre von Loto wird irgendwann hier erscheinen. Innerhalb dieser Truhe ist der Sonnenstein, und den muss ich wahrscheinlich haben. Er hat Loto zurückgelassen, vor vielen Jahren. Er ist wichtig für deine Reise, um den Drachenlord zu besiegen. Open the chest. Ah. Und the Sunstone. Das heißt, jetzt habe ich Regen und Sonne. You will return light to this land. Also, du wirst das Licht zurückbringen. Ich habe Vertrauen in dich. Ich habe über diesen Stein gewacht. So lange schon. Ich muss sagen, ich bin traurig, was? Ich glaube, ich brauche Pause. Ja, mach du mal deine Pause. Ich glaube, die hast du dir auch verdient, alter Mann. Oh, jetzt pennt er. Loto, der tapfere Krieger, besuchte und lässt den Stein. Geh und rette das Land. Zeigst du jetzt besser? Leiferkorn. No, nein. Irgendwas kann ich wegschmeißen dafür. Ja. Ich habe zu viel wichtigen Kram, um es wegzuschmeißen. Ach, dann lasse ich das mal da. Okay. Aber gut, dass ich jetzt auch schon diesen Sonnenstein denn habe. Das heißt, ich kann meinen Sonnenkern entwickeln. Und bin raus aus dem Ort hier. Ich finde es auch gut, dass ich hier den Schlüssel kaufen kann. So, kann ich hier noch irgendwo eine Tür öffnen? Das würde ich jetzt alles ausprobieren. Türen öffnen, Türen öffnen, Türen öffnen. Nee, hier war nur dieser Shop. Aber ich finde es gut, dass ich jetzt nicht nach Remoulade zurück muss, um Schlüssel zu kaufen, sondern auch einfach hier im Schloss den Schlüssel kaufen kann. Ja, da wird es zum King gehen. Oh, da kann ich gar nicht mal speichern, ne? Ja. Besuche ich mal den ollen König. So, hallo, Mr. King. Hi. Graf, es ist schön, dich zu sehen. Um das nächste Level zu erreichen, brauchst du noch 106 Erfahrungspunkte. Willst du deine Reise speichern? Ja. Ja, hier. Deine Quest ist gespeichert. Going without West? Okay, ja. Ja, ich mach weiter ohne Pause. Okay. So, vielleicht finden wir hier noch mehr. Ah, das ist jetzt reine Erkundungstour hier. Wieso zieht die Tür jetzt wieder zu? Na, ist egal. Ich weiß, dass ich da drinne war. Wenn ich hier hochgehe. Ist ja auch mal noch. Nee, da hatten nur diese beiden Leute da. Ich glaube, mit denen habe ich ganz am Anfang geredet. Könnte ich mir vorstellen. Wenn nicht, halt Pech. Okay. Ah, jetzt ist das echt wieder. Na gut. Und hier. Ach ja, hier war ja das nur. So. Hier war ich noch nicht. Es ist gefährlich, hier hinzugehen. Don't go. Also, sei nicht unvorsichtig. Also, ich muss aufpassen wegen meiner Kraft. Okay, hier gibt's auf jeden Fall noch mehr zu entdecken. Wow, wer bist du? Du bist so jung. Und, gefährlich. Gefährliche Reise. Ich bete für deine Sicherheit. Und du hier? Lass uns beten für einen tapferen Krieger. Das Licht wird mit dir sein. Okay. Ah, jetzt wurde ich komplett geheilt. Okay, warum denn nicht? So, und jetzt, dann würde ich hier wahrscheinlich Schaden nehmen. Ja, ja, ja. Gut gemacht, dass du bis hierhin gekommen bist. Du bist, derjenige, der die Monster besiegt, im Grab von Garin. Geh noch. Ach so. Ah. Ja. Er hat mir nur gesagt, wie ich
zum Grab von Garin komme. Ja, da war ich ja schon. Gut, dann ist hier nix. Schade, ich würde hier was Interessanteres finden. So, dann würde ich sagen, heile ich mich wieder bei dem alten Kauz hier oben. Weil ich ja gerade Schaden genommen habe. So. Und dann werde ich mal nach Tandegil gehen. Um da dann auch wieder meine Schlüssel zu benutzen, ja. Und gucken, was wir da dann noch finden. Ich denke mal, wir werden noch andere nützliche Sachen finden. Und dann mal gucken, wo ich hin muss. Ich soll ja noch zu so einer anderen Stadt gehen. So. Hier. Nasaki. Hier. Nasaki. Ja. Achso, mehr kann er mir nicht verkaufen. Na gut. Wie viele Schlüssel habe ich jetzt? 6. Okay. So. Und dann diese andere Stadt irgendwo. Da unten ist dieses Schloss. Und da muss ich eine Regenbogenbrücke bauen. So. Gucken, dass wir hier noch irgendwas haben zum Aufschließen. Kann das sein? In der Stadt hier. Ja, da. Schwupp. So, hi. Meldest du irgendwas? Water Monster. Ah. Achso. Na gut. Also das ist, ich vermute mal, das wäre so eine Art Schutz dann, aber ich habe jetzt keinen Platz dafür, werde jetzt auch keinen Platz dafür schaffen. Das heißt, ja, jetzt muss ich diese eine Stadt finden. Keine Ahnung, wo ich die finden werde. Jetzt muss ich erstmal hier wieder rauskommen. Und dann diese Stadt suchen, von der mir gesagt wurde, wo ich mit der Flöte hin muss. Ich habe vergessen, wie die Stadt hieß. Okay. Das heißt, jetzt geht's wieder auf die ewig währende Mission, irgendwas zu suchen. So, der Schleim ist weg. So, ja, wieder Erfahrungspunkte bekommen. Achso, hier muss ich, ja, muss einmal wieder außen rumlatschen. Ach, ne, ja, das ist blöd mit den ganzen Monstern. Das dauert jetzt ein bisschen länger. Weil ich vorher nicht mal wirklich eine Ahnung habe, wo ich eigentlich hingehen möchte. Ich weiß, ich muss irgendeine Stadt suchen, deren Namen ich vergessen habe. Das heißt, ich muss eine Stadt suchen, in der ich noch nicht war. So einfach ist das. Ich weiß nicht, ob ich dafür wieder nach Rimulda muss, um von da aus irgendwo hinzukommen. Kann mir aber nicht vorstellen. Ich denke mal, ich muss einfach nur ganz weit nach rechts latschen. Kann ja sein. Brücke, Brücke, Brücke. Wo bist du da? So, und dann weiter nach rechts. Ja. Ist klar, dass mich Monster angreifen, ist logisch. Muss ja sein. Sonst wird es keinen Sinn machen. Und ich denke mal, bevor ich denn wieder irgendwas Tolles erreiche, werde ich auch wieder leveln. Damit ich nicht versage. So, hier war irgendwo die Brücke. Hier unten, glaube ich. Ja. Okay, jetzt sind wir ja schon fast im Kohl wieder. Aber ich gehe weiter nach rechts. Weil ich hier, glaube ich, noch nicht war denn. So. Ja, hier war ich noch nicht. Ja, hier ist Skeleton. Okay, von mir aus. So, du bist weg. Mal gucken, ob ich irgendwas noch finden kann hier. Vielleicht noch eine weitere Brücke, um noch weiter nach rechts zu kommen. Kann er sein? Nee, noch weiter nach rechts geht's wohl nicht. Ja, da unten ist die Höhle. Wenn ich hier nichts mehr finde, dann werde ich wieder nach Rimulda gehen müssen. Aber erstmal gucke ich mich hier weiter um. Kann ja sein, dass man hier noch irgendwo was findet. Vielleicht ist hier oben doch noch eine Brücke. Nee. Hier ist die Karte zu Ende. Weiter nach rechts geht's nicht. Sonst würde man nur was sehen. Ja, das sind keine Gegner für mich hier. So, dann würde ich... Oder, warte mal. Ja, MacTracky ist klar. Ich wollte nur gerade was sehen, da oben. Wäre also schön, wenn du mich mal komplett in Ruhe lässt. Da oben geht's weiter. Okay, das heißt, wir gehen wieder nach oben. Und schauen. Vielleicht finden wir dann, wenn wir nach ganz rechts gehen, irgendwas Neues. Man muss halt erkunden. So ist das halt, wenn man ein Spiel nicht wirklich kennt. Ich bin schon froh, dass ich überhaupt so Sachen finde. So wie das mit Garins Grab und alles. So bin ich schon ganz stolz drauf. Und dass ich auch diesen Sonnenstein gefunden habe. Bin ich auch stolz drauf. Aber jetzt wäre ich natürlich noch irgendwie glücklicher, wenn ich jetzt diese Stadt finden sollte. Weil ich muss ja auch noch irgendwas mit dem Golem und der Flöte. Muss auch noch irgendwas auf sich haben.
Nee, hier geht's definitiv nicht weiter. Nee, das heißt, ich müsste durch Dingens latschen. Also wieder nach Rimulda, aber das dann im nächsten Part. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt noch machen werde. Ich werde jetzt nach Kohl gehen. Und da bleiben. Oh, ich habe ein neues Level erreicht. Ja. Genau, apropos Leveln. Ich werde auch leveln wieder. Ein paar Level wieder steigern. Und dann sehen wir uns im nächsten Part hier in Kohl wieder. Ja, so machen wir das. Also bis dahin. Tschüss.